Hallo und herzlich willkommen zu meinem 10 Abonnenten Special. Heute bauen wir eine Bühne. Und genaueres erfahrt ihr im Video. Also, ich habe hier schon ein bisschen Quarz geholt, was wir für die Bühne brauchen. Und dann fangen wir jetzt mal an, ein bisschen zu bauen. Also, wer es nicht weiß, das hier soll eine Drop-Event-Bühne werden. Weil bei 25 Abonnenten werde ich genau diese Bühne benutzen für ein Drop-Event. Und dann ist der Anlass zu 10 Abonnenten ja groß, hier sowas zu bauen. Und ich werde dann hier vorne wahrscheinlich, oder ich weiß nicht genau wo, eine Zahl hinsetzen, wo immer meine Abonnenten stehen. Und jetzt werden es 14 sein, weil ich habe gerade 14 Abonnenten. Ich habe es leider nicht geschafft, an dem Tag, also gestern, das Video aufzunehmen. Ja, deswegen mache ich das heute. So, man darf ja da auch nicht raufspringen können. Das ist ganz wichtig. Sonst macht die Bühne ja keinen Sinn mehr. Und noch schön alles zubauen. So. Schön zu. Ich hoffe, man kann in der Aufnahme alles gut sehen. Wenn nicht, entschuldige ich mich. Electronica Day ist gerade online. Also, wir haben jetzt den Boden. Jetzt muss ich gucken, dass wir das in die Höhe bauen. Ich weiß noch nicht genau, wie hoch. 6 Blöcke? Weiß ich. Ja, ich mache nur mal einen tiefer. Dann mache ich das an allen Seiten. Oh, zum Glück habe ich mir noch mehr Quarz geholt. Das würde hier sonst niemals ausreichen. Im Notfall muss ich halt nochmal kurz Quarzfarm gehen. Oder ich kaufe mir welches. Hab hier gerade ein bisschen Geld, wie man recht sieht. Leider nur 14.000, aber ist halt auch so. Übrigens, ich habe auch schon ein paar Sachen fürs Drop-Event, die ich wahrscheinlich verdroppen werde. Ich kann mal slash Rucksack machen. Hier sieht man, was ich ungefähr... Also eine Zange werde ich auf jeden Fall droppen, die Arschkarte. Und den Chicken Spawner will ich auf jeden Fall auch verdroppen. Sieht ja schon mal schön aus, aber ich glaube nicht, dass mein Quatsch ist. Ich frage einfach mal. Ich kann jetzt einfach schon mal weiterbauen. Vielleicht antwortet ja jemand. Wenn nicht, dann muss ich halt gleich nochmal farmen gehen. Was ein bisschen doof wäre. So. Jetzt habe ich wenigstens das schon mal. Ist die Frage, baue ich das hier hinten jetzt auch mit Quarz zu? Obwohl, ja, aber ich habe eine Idee. Ich will ja irgendwo die 10 reinsetzen. Mache ich das doch hier. Ups, falsch herum. Falsch herum. Ah, Hilfe. So. Ich hoffe, man erkennt es ungefähr. Vielleicht hätte ich es noch ein bisschen weiter nach rechts setzen sollen. Na egal. So. Und da setze ich jetzt wieder Quarz rein. Oh, wieso falle ich hier die ganze Zeit runter? Ich muss mir da oben mal ein Home setzen. So. Ich setze mir hier ein für mein Home. So. So, dann fülle ich das hier mal aus. Ah, es reicht nicht. Schade. Dann muss ich halt noch ein bisschen farmen gehen. Wir sehen uns gleich. So, also ich habe jetzt noch ein bisschen Quarz. Und jetzt können wir weitermachen. So.
Hier fehlt ja nicht viel mehr. Ups. So. Übrigens, diese ganzen Nether-Quarz-Teile möchte ich in Beacons umbauen. Da stehen auch noch ein paar, aber die möchte ich nicht umbauen. Aber alle, die hier auf dem Weg stehen, werde ich umbauen. So. Schön an den Seiten auch nochmal dicht machen. Jetzt habe ich ja genug Quarz. Mit Prime konnte ich heute leider nicht aufnehmen, weil ich muss das jetzt eigentlich ziemlich dringend aufnehmen und er war nicht online, dann muss ich es jetzt halt alleine machen. Nächstes Mal versuche ich wieder mit ihm zusammen aufzunehmen. So. Jetzt hier nochmal Slabs. So. Dann wäre die Bühne soweit eigentlich fertig. Hier nochmal Home setzen. Aber da fehlt noch was. Ich kann es euch mal zeigen. Wir wollen nämlich Raketen damit reinbauen. Die dann irgendwann bei den Drop-Events angehen. Ja. Und das müssen wir jetzt machen. Also, ich hole kurz die Materialien und wir sehen uns gleich. Also, ich habe jetzt ein paar Dispenser geholt und die will ich hier jetzt mal hinsetzen und dann auch verbinden. Wie machen wir das am Schluss? Ah, passt perfekt in den Abstand. Ja. So, hier und das auf der anderen Seite auch. Hier rein. Hier rein. Und hier rein. So. Aber ich muss hier mal ganz dringend die Beacon aktivieren. Oder ein paar Beacon einfach nur. Und hier hinten. So, jetzt crafte ich noch kurz ein bisschen was und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, wir verbinden die jetzt mit dem Redstone. Ich muss kurz gucken, geht das? Okay, das geht. So. Okay, hier müssen wir hier rum. Hier ein Verstärker. Oh, hier ist Erde. Da muss ich gucken. Die beiden. So. So. Ist das jetzt dann verbunden? Jetzt muss ich noch auf der Seite dasselbe machen und die dann über den Weg unten miteinander verbinden. So. Und die sollen alle mit ein bisschen Verzögerung hintereinander so piu, piu, piu kommen. Deswegen möchte ich noch so. Dann mache ich jetzt hier das die Verlegung. So. Ist die Frage, von wo das Startsignal ist. Hier und hier. Ich glaube, das mache ich dann hier so rein, ja.
Irgendwie so. Ich kann ja jetzt, eigentlich kann ich jetzt schon mal gucken. So. So. Das funktioniert soweit. Hoffe ich jetzt einfach mal. Das wäre doof, wenn nicht. So. Aber das reicht sicherlich noch nicht, deswegen. Deswegen, muss ich jetzt mir noch mal ein paar Verstärker machen, weil es kommt sonst niemals so weit. So. Fackeln hier, Redstone Fackeln und Stein. So. Jetzt wieder auf mein Zweit-GS. Und jetzt das dann noch irgendwie mit reinbauen. Ich hol mir mal kurz mein Essen. So. So. Jetzt muss ich das hier irgendwie einbauen, weil bis hier geht das wahrscheinlich noch so. Und 1, 2, 3, 4. 2, 3, also hier. Damit das alles auch noch ein bisschen Verzögerung hat, wenn ich drauf drücke. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt einfach. Einfach in jedes einmal eine rein. In jedes eine Rakete und dann testen wir einfach mal. Habe ich hier auch die. So. Nicht, dass hier. Dass das nicht funktioniert. Aber ich mache das mal nach hier, damit wir das auch sehen können. So. Ja, super. Oh, ich habe noch was vergessen. Oh, dazu brauche ich noch mal einen Verstärker mehr. Aber ich habe hier ja, glaube ich, habe ich alles? Ja. Slash WB. Jeder Premium kann das. So. Hier. So. Ja, so. Das alles zu. Vielleicht. Oh nein. Vielleicht muss ich einfach. Ja, vielleicht mache ich das hier bald noch mit einem anderen Stein oder so. Vielleicht Bruchstein oder so. Keine Ahnung. Kann ich mir dann mal überlegen. Ich baue das noch kurz zu. Electronic ist immer noch online. So. Da will jemand einen Endportalrahmen kaufen. Vielleicht will er den ja kaufen. 30k. Dann würde ich es machen. Dann stelle ich so 30k ins A. Ich frage ihn mal, aha oder pay. So, dann steche ich das jetzt kurz für 30.000. Aha. Sollte richtig sein. So. Er hat's gekauft, ja. 30k. So. Ach stimmt, das ist ja keine Böller mehr drin. Ach stimmt, das habe ich noch ganz vergessen. Wir müssen ja noch Silvesterraketen craften. Davor habe ich hier was vorbereitet. Ganz viel Schwarzpulver, aber erstmal brauchen wir nicht so viel. Vielleicht noch ein paar, bisschen Papier. Sehr schwer. So. Ja.
Dann hier ein Gunpowder. Plus Farbstoff. Wie man das platziert, ist übrigens ziemlich egal. So, mit Trail. Warte, ich hab noch was vergessen. Ich wollte ja noch Goldnuggets haben. Oh. Dann. So. Wieso habe ich jetzt so viele normale Raketen ohne Effekte? Upsala. Ja, okay, die sind doch gut. Hier mal welche rein. Hier welche. Tier. Ich werde die dann im weiteren Verlauf immer noch ein bisschen auffüllen. Dann passt das auch. Hier habe ich zu wenig. So. Kann ich mir das mal angucken. So. Jetzt aktiviere ich das einmal. Oh, ich habe das Set noch vergessen. Das mache ich noch kurz. So. Und. Ah. Oh, jetzt habe ich. Ich überlege, dass dafür ja noch welche brauche. Obwohl, nee, da wollte ich doch. Wollte ich da nicht die? Special. Achso, die habe ich jetzt da vorne. Ne, das war aber nicht so geplant. Achso, das waren die Kit. So, also wir haben es jetzt fertig gebaut. Also, Prime ist jetzt doch mal nochmal angekommen. Der hat mir noch von seinem Kit ein paar Feuerwerksraketen gegeben. Können wir ja. Jetzt noch schön mit reintun. Das können wir hoffentlich. Jetzt ist er doch noch bei dem 10-Abo-Special dabei. Naja, zumindest so halbwegs. So. Obwohl, ich kann die ja noch ein bisschen aufteilen. Und dann können wir uns das Feuerwerk angucken. So, ah, ich komm nicht drüber. Hilfe. So. Auf die Seite. Und du hast gesagt, du hast noch 6 Beacons. 9 Beacons. Ich habe 9 Beacons auf diesem Plot stehen. Aber mir fehlen halt noch ziemlich viele. So. Ich aktiviere es. Und ich würde sagen, das war's. Mm-mm. Was noch? Ich spende dir jetzt was. Okay. Bitte nicht. Warte, ich. Bitte nicht wieder Erde. Nee. Okay. Nicht. Oh, er macht wieder ein MG. Was wird kommen zu dem 10-Abonnenten-Special? Und. Yay! Xperion! Jo. Übertreib halt. Ich malte einen Schnitzelbohrer-MLG, okay? Ja, mach. Mach halt. Ich hab ihn! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Soll ich nochmal machen? Ja, aber mach. Diesmal. Aber diesmal mache ich mit Elektro. Rüstung, okay? Ja, okay. Okay, so. Das Stärkste, was ich von Elektro habe, und zwar die Hose. Okay. Und er macht dann MLG? Und wenn ich den MLG nicht schaffe, dann darfst du die Hose behalten, ja? Okay. Das ist meine Ansage. Nee, du da. Ja, ja! Also, ich würde sagen, das ist auch ein guter Abschluss. Yeah. Das war das 10-Abonnenten-Special. Abonnenten-Special bei 25 Abonnenten machen wir mit genau der Bühne ein Drop-Event. Und das war's mit dem 10-Abonnenten-Special. Gebt ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.